Moin, hallo und willkommen zurück zu Born by Flame. Ich bin immer noch mit Matras am Quatschen, wobei Matras sieht man jetzt gerade nicht. Dann stelle ich ihm doch gleich die Fragen und dann geht es gleich noch weiter. Da unten rennt noch eine Konkubine rum. Ich weiß nur nicht genau, ob ich sie kaputt machen kann. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Hast du Schwarzfrost jemals getroffen? Hast du Schwarzfrost jemals zuvor getroffen? Gut möglich. Aber wenn, dann damals nicht unter diesem Namen. Weißt du, zu jener Zeit empfand ich die Gesellschaft aller lebenden Kreaturen als unausstehlich. Aber ich hatte bis jetzt auch nicht die Freude, dich kennenzulernen. Ich wollte an einen Ort, der so weit weg von allen anderen ist wie möglich. Da das Wüstenklima meine Körper schneller verkommen ließ, entschied ich mich für den kalten Norden. Ich lebte dort in bescheidener Umgebung, aber in Frieden. Bis eines Tages eine kleine Gruppe von Leuten erschien. Es waren ein Dutzend Schüler der Magie, die sich selbst die Weißen Fürsten nannten. Glaub mir, dass zu dieser Zeit niemand auf die Idee gekommen wäre, sie Fürsten zu nennen. Zurückblickend hätte ich sie umgehend erschlagen sollen, als sie meinen Frieden störten und Bücher aus meinen Archiven stahlen. Aber mir war langweilig und der Diebstahl machte mich neugierig. Also folgte ich ihnen. Okay. Ich habe ihre Spur in einer nicht weit entfernten Stadt wiederentdeckt. Dort waren eine ganze Menge von ihnen und die Bewohner schienen sie gern zu haben. Sprichst du von den dunklen Eisfürsten? Ja, natürlich. Obwohl sie sich damals nicht so nannten. Aber trotz ihrer geringen Fähigkeiten hatten sie Visionen von Größenwahn. Ich habe sie einige Zeit beobachtet, aber sie waren so lächerlich, dass sie mich schnell langweilten. Dass sie von meiner Bibliothek stehlen konnten, war einfach pures Glück. Und Schwarzfrost? Er war einer von ihnen. Ein talentloser Beschwörer, der sich selbst als großer Magier sah, ohne die nötigen Fähigkeiten zu besitzen. Natürlich haben sie es im Laufe der Zeit und mit Hilfe meiner Forschungen geschafft, ihr Ziel zu erreichen. Wenn sie immer noch die Bande Größenwahnsinniger sind, sind sie extrem gefährlich. Nett. Wusstest du, dass Edwin auch die Weiße Dame war? Wusstest du, dass Edwin auch die Weiße Dame war? Ja, auch wenn ich sie mit all der Kleidung nicht sofort erkannt habe. Selbst als sie noch ein junges Mädchen zur Zeit der Weißen Fürsten war, rannte sie bereits halbnackt herum. Wieso hast du nie etwas gesagt? Es wäre eine Schande, die Ironie einer solchen Situation so schnell aufzugeben. Toll. Okay. Ja, dann reicht das erstmal. Wir reden später. Sie ist also die Weiße Dame, ja? Dann müsste sie da aber auch irgendwie mit reinpassen in die ganze Geschichte hier. So, klopfe ich jetzt auf die Dame da unten ein oder gehe ich erst noch woanders hin? Sie bewacht aber noch nicht den Eingang da unten, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Ne, die Ziele sind da oben. Das heißt, sie ist kein Ziel, also werde ich da auch schön nicht hingehen. Weil das könnte böse enden. Das heißt, ich muss erst ihre Schwestern kaputt machen. Wie du durch die Gegend rennst, sieht voll lustig aus, Matras. Aber ich glaube, in dem Körper kann man auch nicht so stabil durch die Gegend laufen. Oh, shit. Hallo? Bist du wieder da? Das ist aber nicht so nett von dir. Komm schon, geh nach Hause. Jetzt muss ich ganz schnell den hier machen und. Gut, ich hab den noch erwischt. Du bist natürlich eine Sau. Okay. Oh, sehr gut. Du kannst ihn festhalten, dann kann ich ihn aber prügeln. Das ist gut, danke Matras. Leuchtest du aus? Ich frage mich. Ich hoffe, du leuchtest nicht noch aus irgendwelchen anderen Körperöffnungen. Das wäre uncool. Die sind also wieder da, nachdem ich hier die Videosequenz hatte, ja? Das ist ja nett. Ich muss jetzt wieder zurück hier, sehe ich das richtig?
hätte da unten hingehen sollen. Egal. Ich gehe erstmal wieder zurück. Erstmal gucke ich gerade nach hier. Wo muss ich denn jetzt hier... Immer noch in die Höhle der Löwen, okay. Ich muss durch alle Türen. Ich hätte da unten durch die Tür gehen können, wenn ich da bei Matras weitergegangen wäre. Ich gehe oben durch die Tür. Jetzt gehe ich hier. Ups. Ich habe schon Wahnvorstellungen. Ich springe schon durch die Gegend hier, obwohl ich hier gar nicht durch die Gegend springen will. Ich muss also hier durch die Tür, ja? Dann gehe ich hier durch die Tür. Durch die Tür. Dankeschön. Ich will doch durch die Tür, Mensch. Zum provisorischen Lager? Ich hoffe nicht. Das heißt, ich muss jetzt mal drei Mädels kaputt machen, um dann die andere auszuschalten, ja? Da geht's wohl zum Lager, oder bin ich jetzt doof? Ich will doch gar nicht zum Lager. Ja, da geht's zum Lager zurück. Nein, da will ich nicht hin. Da will ich jetzt noch nicht hin. Ich habe ja dich dabei. Das muss jetzt mal reichen. Oder kann ich noch jemanden mitnehmen? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Oder sollte ich doch nochmal hingehen? Verdammt, jetzt muss ich mir das überlegen. Ja, komm, Matras, wir gehen erst zurück. Vielleicht kann ich Sybil oder so noch mitnehmen. Wenn sie mich noch heilen kann zwischendurch, wäre das schön. Dann brauche ich nicht so viel Heiltränke. Gehe ich nochmal ins Lager zurück. Problem ist nur, dann muss ich die ganzen Leute ein bisschen verhauen, die mir im Weg stehen. Schauen wir mal. Dann ab durch die Tür. Da ist keiner. Gut. Matras ist da. Matras ist da. So. Ich bin wieder zurück, Leute. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin wirklich froh, dass du am Leben bist. Aber ich fürchte, dass deine Gefährten nicht so viel Glück hatten. Sybil? Randval? Keiner von ihnen oder deinen Söldnerkameraden haben ein Lebenszeichen von sich gegeben. Was mich glauben lässt, ach, was für ein Blutbad. Ich muss nachsehen gehen, falls noch einer von ihnen am Leben ist. Auch wenn es nur eine geringe Chance gibt, solltest du nicht zögern. Leider müssen wir uns um etwas anderes kümmern. Matras hat über die Verderbnis an diesem Ort gesprochen. Eine Verderbnis, welche die Untoten noch stärker und manchmal sogar unbesiegbar macht. Weißt du einen Weg, sie zurückzutreiben oder zu vernichten? Ich habe eine Idee, ja. Die Verderbnis scheint sich nicht gleichmäßig auszubreiten. Einige Gebiete scheinen von ihr gemieden zu werden. Und ich glaube, dass sich die Todwandler dort unwohler fühlen. An genau diesen Orten sind auch die Kristalle mit den unglaublichen magischen Fähigkeiten zu finden. Aha. Wenn du mir welche besorgen kannst, kann ich dir daraus einen Talisman erzeugen, mit dem du die Verderbnis zurücktreiben und so wie immer gegen die Todwandler kämpfen kannst. Und die Todwandler zurücktreiben? Ich glaube nicht, dass ein einzelner Talisman dazu in der Lage ist. Und abgesehen davon musst du vollkommen stillstehen. Aber die Idee? Wenn er so dreinschaut, versucht er nachzudenken. Lustig, oder? Hier, ich zeige dir die Gebiete mit den Kristallen auf der Karte. Habe ich schon gesehen. Verzeih, ich war in Gedanken verloren. Nimm das, um die Kristalle zu sammeln. Und bring so viele wie möglich mit. Das ist eine ziemlich gute Idee. Wenn wir die Kristalle um das Lager herum verteilen, können wir die Armee der Todwandler von hier fernhalten. Natürlich brauchen wir dann mehr als für nur einen einzelnen Talisman. Okay, werde ich besorgen. Okay, ich werde sie besorgen. Kann ich was für dich tun? Kann ich etwas für dich tun? Nein, danke. Im Moment brauche ich nichts. Okay. Dann gehe ich jetzt. Ich gehe jetzt. So, bei dir brauche ich nicht fragen, da kriege ich nur Dingens. Noch was bei dir, Remmer?
Relma, hast du eine Minute? Ja. Fragen stellen? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Nee, wir haben keine Fragen. Wechseln okay. wir das Thema. Dann gehe ich mal. Ich lasse dich allein. So, die anderen. Aufgaben. Junge Frau in Not, Ritter in Not. Finde Randwall, finde Sybil. Ja, verbessere die Verteidigung des Lagers. Okay. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Steht das hier schon auf der Karte? Da ist eine 1, eine große. Und da sind auch Einsen. Okay. Dann gehe ich mal, wa? So habe ich das Gefühl, dass Sybil und Randwall irgendwo bei den anderen Dudes sind. Ernsthaft, seid ihr schon wieder da? Hör auf. Gar nicht erst anfangen. Nein, du auch nicht. Entschuldigung. Der lässt sich auch gerade nicht steuern. Aua, nicht steuern, ne? Hey, hauen ist unfair. Weil ich höre ja auch gerade zu, aber egal. Gut. Ich glaube, ich kriege hier die Krise, Mann. So. Wenn ich jetzt hier durch die Tür gehen würde, wo komme ich denn da unten an? Hey, du dort unten. Komm und hilf uns. Wir halten nicht mehr länger aus. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, wie komme ich da hin? Kann ich jetzt hier lang rennen und dann da runter gehen? Die 2 ist da unten, aber die ist von der anderen Seite verschlossen. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Das sieht doch besser aus. Oh, da ist noch ein Dude. Okay, ich ignoriere den gerade mal. Die 2. Komm her hier. Oh, da bin ich schon wieder umgehauen. Geh weg. Jetzt kriege ich hier echt von... Erstmal, du bist weg hier. Dass der hier so böse Ramazama macht? Ich glaube ja. Komm, muss noch ein bisschen bewerben, ich auch. So, ich muss jetzt. Warte mal. Zurück, ich bin gerade echt verwirrt. Da lang, dann da lang, genau. Nee, wie komme ich denn da? Da. Im Zickezacke muss ich, okay. Sybil, ich hoffe, ich bin noch unterwegs zu dir. Ich weiß es nicht genau. Ich laufe so schnell ich kann. Jo, ich habe dich gefunden, Sybil. Du siehst nicht Hilfe! Gut aus. Jemand muss mir helfen! Das ist die Stimme von Sibyl. Ich muss ihr helfen. Komm schon. Gut, dass du sie kontrollieren kannst. Jetzt hätte ich dir gleich übelst auf die Mütze gekriegt. Ach, du machst sogar eine Verbeugung. Ich spreche mit dir, Sybil. Alles gut? Vulkan, du bist gekommen. Ich... Danke. Aber ich fürchte, meine Zeit ist gekommen.
Das ist aber uncool. Du wirst hier nicht sterben. Sag mir, was ich tun kann. Ich brauche Medizin. Einen Trank, Verband, irgendwas. Meine Kraft schwindet. Ich kann mir nicht selbst helfen. Ich hab was du brauchst? Hier, ich habe was du brauchst. Das wird helfen. Ich dachte, es wäre vorbei. Danke, Vulkan. Nichts zu danken. Ich kam gerade vorbei, weißt du? Wie bist du da nur reingeraten? Nachdem du verschwunden bist, wurde ich von den anderen Überlebenden getrennt. Drei andere Weise waren bei mir. Aber wir wurden von einer der Konkubinen angegriffen. Es war die Erschafferin. Eine von Schwarzfrosts Frauen. Und sie ließ dich gehen? Ich wünschte, es wäre so. Nein. Die anderen haben sich ihr entgegengeworfen, damit ich fliehen konnte. Sie haben ihr Leben für mich gegeben. Das verdammte Drecksstück. Dafür wird sie bezahlen. Wow. Ich habe dich noch nie so wütend erlebt. Aber es gibt andere, wichtigere Dinge zu erledigen. Wir sollten jetzt gehen. Kann ich dich jetzt mitnehmen, oder? Nee, du ruhst dich erstmal aus. Wir lagern am Eingang zur Kanalisation. Geh dorthin und ruh dich aus. Ich nehm... das sieht so bescheuert aus. Ey, da ist schon eine neue Tante. Jetzt bin ich gerade fertig, kommst du wieder um die Ecke hier. Komm her hier. Bin ich ja gar nicht. Gut ist, ich kann sie ein bisschen stören in ihrem Angriff. Au! Jetzt zwei. Ne? Schießt zwei Pfeile besorgt? Jetzt kommt der nächste da auch wieder raus. Ja, komm her. Dann hau ich dich auch gerade noch kaputt. Mann, Mann, Mann. Das ist aber unfair. Ihr kommt ja immer wieder nach. Das finde ich aber nicht so nett. Kommt die da einfach... Ne, die kommen ja wieder neu raus. Okay, ich verziehe mich hier. Gefällt mir nicht. Matras, wir müssen hier... Ich glaube, hier... Kristall ist hier. Wie können wir den denn da? Au. Oh, ich geh dabei. Hast du aber noch nicht kontrolliert, Matras, ne? Du hast mich gehauen, du Sau. Das klingt, als wenn Matras gerade übelst Mittel zu fetten. Oh Mann. Lässt mich gerade nicht anders. Ach, jetzt geh weg. Komm, wir gehen, Matras. Kann ich hier noch mehr Kristall sammeln? Nö, anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir, Matras. Matras, wir gehen. Das ist eine Tür, die ich später aufmache. Muss ich das richtig? So, gucken wir mal. Da hinten ist noch Nummer 2. Aber ich würde sagen, ob wir bei Ranfall noch ankommen. Sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.